Aber unter Kamera. So. Ja, extrem. Guten Abend miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem Wahlpodium hier in der Sommerau in Jettiken. Mein Name ist Rolf Wiesling. Ich bin Sektionspräsident von der SVP in Unterengstringen und seit etwa einem Monat zusammen mit der Jenny Fischer, Co-Präsident. Sie ist auch Co-Präsident. Wir teilen uns das sämtlich aufteilen. Präsident vom Bezirk SVP Bezirk Jettiken. Ich habe ein Treuhandbüro in Schlieren und bin schon seit längerer Zeit SVP-Sympathisant und auch Mitglied. Und habe die Freude, diesen Abend zu moderieren, sie durch den Abend durchzuführen. Jetzt kommen wir aber schon bereits zu den Hauptpersonen hier rein. Das ist auf der rechten Seite ganz links. Therese Schläpfer von Hagenbuch, Nationalrätin, praktisch auch Neonationalrätin, genau. Würde man sagen. Und Gemeindepräsidentin schon seit 2-3 Jahren. Schon Präsidentin seit 2014. 14. Gemeinderätin seit 2010. Auch von Hagenbuch. Genau. Du kannst dich nachher noch bitte vorstellen. Dann haben wir in der Mitte bei uns, das ist Martina Bircher von Aarburg. Sie ist Vize-Amann. Jetzt muss ich wieder sagen, im Aargau ist das ganz anders. Vize-Amann ist nicht irgendwie bei uns der Stadtamann, sondern das ist dann der Vize-Gemeindepräsident oder Gemeindepräsidentin, weil im Aargau ist der Amann der Gemeindepräsident. Und dann ist sie Grossrätin, entspricht bei uns am Kantonsrat. Jetzt ist das schön, dass wir praktisch alle mit Handschlag können begrüßen. Es ist wie bei einem Match beim FC Zürich. Wir kommen so viel, da kennt man jeden persönlichen Fans. Aber das ist wieder ganz etwas anderes, ein anderes Thema. Ich möchte auch ganz speziell den Roger Bachmann begrüßen, Stadtpräsident von Jettiken. Er wird nachher noch kurz Gelegenheit haben, zu sich 2-3 Worte zu sagen. Ich möchte auch den Andreas Leutby, Gemeinderat von Oberengstringen begrüßen. Beides sind Nationalratskandidaten auf der SVP-Liste. Und dann haben wir noch 2-3 andere, also Jennifer Fischer ist auch Nationalratskandidatin auf der jungen SVP-Liste und Sandro Sträßli auch. Jetzt hoffe ich, ich habe niemanden vergessen, oder haben wir sonst noch einen Nationalratskandidat oder Kandidatin da? Dann habe ich Glück. Gut, dann möchte ich eigentlich anfangen. Martina, bitte, kannst du dich kurz vorstellen? Sie wird auch gerade ein Eintretensreferat halten. Mit dem anschliessend kann man noch Fragen stellen. Der Ablauf ist relativ einfach. Wir tun rund etwa 5 Minuten zu einem Thema oder 2 Themen, werden die beiden Damen ein kurzes Eintretensreferat halten. Nachher stelle ich eine Frage stellen oder 2 Fragen. Dann spielen wir den Ball weiterspielen an die zweite Dame. Therese, sie tut dann auch kurz noch etwas oder hat ein Thema behandeln. Auch dort werden wir vielleicht 2-3 Fragen noch dazu haben. Dann geht der Ball wieder zurück an Martina Bircher. Sie wird über ein anderes Thema noch etwas sagen. Das Gleiche hat nachher Therese Schläpfer auch. Und dann machen wir eine Fragerunde am Schluss. Und ich denke, die Diskussion nachher ist immer das Interessanteste, weil dort kommen dann so Fragen von euch hoffentlich, die ein bisschen als Lebige im Kern hineingehen. So, ich möchte nicht mehr weiter ausholen. Bitte schön, Martina, erstmal so gut. Ja, also zu der Vorstellung. Das tue ich am besten gerade mit meinem Thema verbinden. Und zwar, ich bin als Neuzuzügerin ein halbes Jahr später im Gemeinderat von Aarburg gewählt worden, mit 9 Stimmen Unterschied zum 6-Platzierten. Und das war sehr überraschend gewesen. Und ich habe dann das Ressort Soziales und Gesundheit bekommen. Und ich habe überhaupt nichts mit dem Thema am Hut gehabt. Ich bin eigentlich Betriebsökonomin, ich bin ein Zahlenmensch. Ja, und da bin ich in das Amt reingekommen und dann hat es geheissen, eben, ich müsse jetzt sogenannte Verfügungen unterschreiben. Also, dass wenn jemand bei uns Sozialhilfe beantragt, dann muss das
der Gemeinderat, entsprechend ich aus Sozialen habe, muss das unterschreiben, damit die Person dann Sozialhilfe bekommt. Dann kann man, sind da ständig so Dokumente gekommen, die ich habe unterschreiben musste, wo wieder jemand Sozialhilfe gebraucht hat. Und dann ist mir relativ schnell aufgefallen, dass manchmal gestanden ist, zum Beispiel bei einem Schweizer, bei einem Italiener, bei einem Deutschen, so ist gestanden, 100% Kostenträger Gemeinde Aarburg. Und nachher ist genau das Gleiche gekommen und dort ist aber gestanden bei der Nationalität Eritrea. Und dort ist gestanden 100% Kanton Aargau. Und dann kam es schon wieder so mit Eritrea. Und dann fand ich, ja, das Kopf, Tori. Es sind noch recht viele so Verfügungen von Eritreer, die Sozialhilfe bekommen und so. Und dann habe ich mal nachgefragt und gesagt, hä, komm nicht raus, was ist das, oder? Und dann hat es dann geheissen, weisst Martina, das kannst du alles unterschreiben. Das sind alles anerkannte Flüchtlinge, das müssen wir gar nicht zahlen, das zahlt alles der Kanton. Was, es zahlt alles? Also, das stinkt. Das glaube ich nicht. Gut, und dann bin ich einmal in die Gesetze rein, habe das angeschaut und so. Und dann sehe ich im Gesetz, dass steht, dass anerkannte Flüchtlinge eben Anrecht auf Sozialhilfe haben, analog zu den Schweizern. Und dass in den ersten 5 Jahren ab Einreise in die Schweiz der Bund zahlt. Der Bund gibt es am Kanton Geld und der Kanton gibt es dann quasi der Gemeinde, oder? Und das hat zu dem Zeitpunkt im 2014 eigentlich gar nicht mehr gewusst. Und dann, wenn ich ja eben eine Betriebsökonomin bin, also Controlling, Zahlen, oder, habe ich natürlich gerade gedacht, jetzt Moment mal, 5 Jahre ab Einreise in die Schweiz, das geht schnell, das geht sehr schnell. Was heisst das für uns? Und wie viele von diesen Flüchtlingen leben überhaupt bei uns, oder? Das hat man alles nicht gewusst. Ich habe dann das aufbereiten lassen von meinen Mitarbeitern und nachher ist gekommen, dass wir im Ganzen 400 Sozialhilfeempfänger haben. 200 davon kommen aus Eritrea. Yes. Und von diesen 200 sind etwa 80 schon länger als 5 Jahre in der Schweiz. Also da haben wir schon gezahlt und haben es nicht einmal gemerkt. Oder? Und dann habe ich natürlich gesagt, ja gut, wir müssen planen, wir müssen budgetieren, oder? Wenn jetzt die Leute immer noch in der Sozialhilfe sind, wenn die keinen Job haben etc., was, dann müssen wir ja sagen, was jetzt nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wenn die 5 Jahre abgelaufen sind. Und dann haben wir dann eigentlich relativ schnell gemerkt, was das auch da heisst, was das im Portemonnaie heisst. Dass nämlich dann unsere Sozialhilfekosten um etwa 1,5 bis je nachdem sogar 3 Millionen zunehmen. Also wir haben 17 Millionen Steuereinnahmen und geben heute 5 Millionen für die Sozialhilfe aus. Ohne Finanzausgleich könnten wir uns gar nicht über Wasser halten. Ja, und das ist dann entsprechend auch publik geworden und dem hat man dann relativ schnell gesagt, eine finanzielle Zeitbombe für Gemeinden. Und die sieht man jetzt, die einzelnen Gemeinden, also jetzt im 2017, dort haben wir sehr viel gehabt, dort haben wir weitere, fast 80 Personen, die dann eben den Wechsel gehabt haben. Unsere Sozialhilfequote ist von 5,1 6,1 Uhr und 800'000 Franken mehr Ausgaben in der Sozialhilfe. Nur aus dem Grund, wie einfach nicht mehr der Bund oder der Kanton zahlt, sondern die Gemeinde muss für die Leute aufkommen. Ja, jetzt können Sie sagen, ja gut, was machen Sie jetzt dagegen, oder? Das ist einfach relativ schwierig. Viele von diesen Leuten kommen aus ganz bildungsschwachen Kulturen. Die haben oft keine Ausbildung, oft keine Schulbildung. Also auf dem Schweizer Arbeitsmarkt, ja, da hat halt jetzt leider kein Arbeitgeber auf die Leute gewartet. Und was dann noch erschwert ist,
dass halt die Leute dann auch sehr viele Kinder haben. Das haben wir auch gemerkt. Mhm. Also eben mittlerweile leben 200 Eritreer bei uns. Ist die sechstgrösste ausländische Gruppe, die in Aarburg wohnt. Und von diesen 200 ist 30% allein auf den Hintergrund von Geburten quasi die Zunahme zurückzuführen, oder? Und der Stand, den wir dort mal ausgerechnet haben, oder, das war natürlich eine Ist-Aufnahme. Das heisst, das ist ohne neue Zuzüge, ohne Familiennachzug, wo ja die Leute dann auch Anspruch haben, und ohne Geburten. Also, Tendenz steigend. Das war mal so mein erstes Thema, dass Sie mal sehen, was das für eine Gemeinde heisst und wie das Ganze dort mal entstanden ist. Danke vielmals. Ich habe zwei Fragen. Ich habe zwei Fragen da dazu. Das erste, wie viele Einwohner hat da? Wir haben ein bisschen mehr als 8000 Einwohner. Und 200 Asylanten aus Eritrea? Sind eben keine Asylanten. Also, aha, Entschuldigung. Ja. Der Bund hat die aufgenommen, ja, sind anerkennt als Flüchtlinge. Ja. Also, wenn sie jetzt eben sagen, ja, aber Eritreer und so, eben, das sind ja Wirtschaftsflüchtlinge, dann sagen sie das, aber der Bund sieht das leider anders. Der Bund tut Eritreer nach wie vor anerkennen. Und die meisten von diesen 200 haben bereits eine C-Niederlassungsbewilligung, weil das Gesetz hat vorgeschrieben bis 2014, dass ein Flüchtling, der 5 Jahre in der Schweiz lebt, automatisch eine C-Niederlassungsbewilligung bekommt. Oder? Gut, danke vielmals. Jetzt habe ich eine Frage. Ich höre immer wieder, dass Derek eben anerkannte Flüchtlinge, die leben ja von der Sozialhilfe. Zwar noch nie einen Franken in die Sozialhilfe haben müssen einzahlen, aber genau gleich viel bekommen wie jemand, der bereits 40 Jahre lang in die Sozialhilfe einzahlt hat. Genau. Wie sieht das genau aus? Das ist ja so. Wir haben ja mal über die Selbstbestimmungsinitiative abgestimmt. Eigentlich sind wir praktisch schon fremdbestimmt. Weil Flüchtlinge oder vorläufige Aufgenommene, die sind der Genfer Flüchtlingskonvention sind die unterstellt. Und in der Genfer Flüchtlingskonvention heisst es, dass die Leute den Einheimischen gleichgestellt sind. Das heisst, wir müssen denen von Gesetzes wegen, von internationalem Recht, das ist übrigens bei der Personenfreizügigkeit genau das Gleiche, auch das ist internationales Recht, auch das haben wir unterschrieben und auch dort in der Stadt sind den Einheimischen gleichgestellt. Das heisst, sobald die anerkannt oder vorläufig aufgenommen werden, sind sie jedem Schweizer gleichgestellt und haben die gleichen Leistungen auf die Sozialhilfe. Und dann bei meinem zweiten Thema dann noch zu dem ganzen Gleichbehandlung und eben doch Ungleichbehandlung, nämlich von unserer einheimischen Bevölkerung darauf zu sprechen. Gut, danke vielmals. Ich würde gerne Therese Klepfer das Wort übergeben, dass du dich kurz vorstellst und zu deinem Thema oder zu deinem Thema kurz ein Referat haltest. Danke. Gut, wie gesagt, ich bin Therese Schlepper. Aufgewachsen bin ich in Baselbiet und die Hälfte vom Leben bin ich jetzt schon im Kanton Zürich. Ich bin in einer KMU-Familie aufgewachsen, habe meinem Mann geholfen, 2 Unternehmen aufzubauen. Ich weiss auch, wie es dort ein bisschen läuft. Und wir sind noch eine Randgruppe, immer noch mit dem ersten Mal geheiratet. 3 erwachsene Kinder. Und wie gesagt, seit 2010 bin ich in den Gemeinderat gewählt worden. Mir ist es ein bisschen ähnlich gegangen wie Martina. Ich habe dann das Ressort Soziales und Gesundheit können übernehmen. Das ist, glaube ich, das, was sonst niemand will. Und wenn man frisch kommt, kommt man das über. Und ich habe eigentlich noch Freude gehabt, weil das ist genau das, was mich interessiert. Gut, und dann kaum in diesem Ressort sind wir die Schuhbände Lauf. Wenn man reingesehen in die Dossier, und ich glaube, als kleine Gemeinde in Hagenbuch, wo ich wohne, wir haben 1100 Einwohner.
Und wir haben keine Sozialkommission. Weil wenn nämlich im Kanton Zürich eine Sozialkommission besteht, dann sieht man nicht mehr in die einzelnen Dossiers rein, sondern man muss es quasi einfach durchwinken und die Kommission ist zuständig dafür. Und ich war immer dagegen, dass wir das machen. Es ist heute noch so, weil ich die Sachen gerne sehen, auch als Präsidentin. Dann eben die Verfügungen. Da ist mir manchmal auch in die Gallen hochgekommen und dann ist ja dann die eritreische Familie zu uns gezogen. Die eritreische Familie, die haben eine B-Bewilligung gehabt, das heisst, sie haben freien Wohnsitz im ganzen Kanton Zürich. Bei uns hat es so eine Vereinigung, Yamagishi heissen die, die tun landwirtschaftliche Produkte herstellen. Alles gehört allen und niemandem gehört etwas. Also es ist so etwas sektenmässig, sage ich jetzt. Und die Familie, die war im Durchgangszentrum in Embrach. Und die waren auf der Suche nach einer Wohnung. Sie haben, als sie in die Schweiz gekommen sind, bezeichnenderweise jede Person mit 2 bis 3 verschiedenen Identitäten. Das ist auch so ein Punkt, wo man eigentlich nie genau weiss, wer ist jetzt bei uns. Dann haben sie 4 Kinder gehabt und es ist natürlich schwierig, eine Wohnung zu finden. Mittlerweile haben sie 7 Kinder. Und eben die Vereinigung hat dann gefunden, sie wollen denen helfen, um eine Wohnung zu haben. Sie haben ihnen die offeriert. Und ich habe ein Gespräch gesucht vorher mit ihnen und gesagt, es wird ganz schwierig. Aus dem Kulturkreis, wo die kommen, die kennen das Wort Sorgfaltspflicht zum Beispiel nicht wie wir. Und nein, das ist alles anders. Sie wissen genau, was sie machen. Gut, der Mann ist dann eigentlich gar nie eingezogen bei uns. Der hat dann das Winterthur eine Wohnung gehabt. Das ist auch so eine Spezialität von unserem Sozialhilfegesetz. Er kann Wohnsitz nehmen, wo er will. Wenn er zu Winterthur eine eigene Wohnung hat, hat er erstens seine Ruhe und zweitens hat er mehr Sozialhilfe, weil er läuft dann unter Einzelpersonen und mehr Anrecht auf die Wohnung. Sie lachen, es ist zum Brüllen. Ich habe mich dann auch gewehrt gegen das. Habe dann da wieder 100 Telefon gemacht, gefühlt. Und dann hat es geheißen, die bewegen sich nur im Rahmen des Gesetzes. Gut, wo die Familie kam, hatte sie 6 Kinder. Sie ist dann schwanger geworden, wieder mit dem 7. Und ich habe dann gesagt, würde ihr gescheiter ein bisschen unter die Arme greifen, als sonst noch und, ja, dann möchte ich Ihnen noch erzählen, was das eigentlich für die Dorfbevölkerung bedeutet. Die Nachbarschaft war alles andere als glücklich gewesen. Die sind geblockt worden mit unanständigen Kindern. Die kennen auch keine Erziehung, keine Bildung. Also die Kinder haben freien Lauf gehabt. Sie sind an der Nachbarschaft Blumen ausrissen, Gärten geschändet, in Garagen rein, in die offenen Briefkästen aufgemacht. In der Schule waren sie kaum tragbar. Der Lehrer musste die Schulzimmertür abschließen, als sie nicht abgehauen sind. Dann hat jedes Kind natürlich eine Klassenassistenz gehabt. Das heisst, eine Person zusätzlich neben dem Lehrer, um das Kind einigermaßen durchzubringen, können sie sich auch vorstellen, was das für Kosten verursacht. Und die schulischen Kosten, die verschwinden im grossen Topf. Die kann man gar nicht separat einsehen. Und irgendwann ist das nicht mehr gegangen. Wir haben zwar vom Dorf aus, von der Gemeinde aus, ganz gute Betreuung gehabt. Wir haben jemanden von der Schulpflege, der die Stundenpläne mit Bildchen aufgehängt hat, dass sie gesehen hat, die Mutter, wer als was muss mitnehmen für die Schule, wenn sie müssen gehen und so weiter. Wir haben eine Betreuungsperson aus dem gleichen Kulturkreis wie die Frau, die gleiche Sprache geredet hat, aber schon über 20 Jahre in der Schweiz gewohnt hat. Die hat jede Woche einen Bericht geschrieben.
mit Zielsetzungen, alles wunderbar. Wir hatten eine Frau, die für einen Notfall auch da war, die sie einfach können über die Strasse konnte, wenn irgendetwas war. Also wir hatten ein wunderbares Betreuungsprogramm. Bis dann jemand eine Gefährdungsmeldung gemacht hat an Cash. Und dann ist das ganze Betreuungsprogramm gestoppt worden. Wir haben nichts mehr machen. Wir haben Verfügungen müssen unterschreiben. Ohne Zielsetzungen, mit dem Vermerk ergebnisoffen. Das kennst du sicher auch. So einen schönen Begriff. Und die haben wahnsinnige Kosten verursacht. Das ist Futter für die Betreuungsindustrie. Dann ist das auch nicht mehr gegangen. Dann haben die Lehrer mal gesagt, sie dürfen die Kinder nicht mehr schulen. Dann sind nach den Sommerferien von 7 Kindern sind 4 Freunde platziert gewesen. Von 7 dunklen Kindern. Und das fällt auf in einem 1100-Seelen-Dorf. Und es war bei uns immer ein Thema gewesen, bei den Sozialvorständen und bei den Gemeindepräsidenten. Es haben viele andere Gemeinden die gleichen Probleme. Es sagt einfach niemand etwas. Und dann habe ich mal einen Anruf bekommen von einem NZZ-Journalisten, ob ich ein Interview machen möchte. Dann habe ich lange gerungen mit mir. Aber ich habe gedacht, wir haben 3 Kinder. Und die Kinder, die müssen dann das alles einmal ausbaden, was mir eingebrockt hat. Und das hat bei mir den Ausschlag gegeben, als ich ja gesagt habe. Dann ist der Stein ins Rollen gekommen. Und bald darauf hat es die ganze Schweiz gewusst, was ich eigentlich ja nicht wollte. Aber ich konnte nicht einfach nichts sagen. Ja, das sind so die Auswirkungen, die es im Dorf gibt. Bei den Nachbarn, bei den Steuerzahlern. Mädchenregi, Jugendregi hat es natürlich die normalen Kinder, die Schweizer Kinder, die haben dann nicht mehr gehen. Und weil es einfach immer ein Rabau war und nicht normal organisiert vonstatten abgelaufen ist, wie wir es eigentlich gewöhnt sind. Es ist einfach ein Rattenschwanz. Und zu den Kosten, was mich immer genervt hat, ein Teil kommt man vom Kanton zurückerstattet über, das hat Martina schon gesagt, im Kanton Zürich sind das 7 Jahre. Aber zum Beispiel die Schulplatzierung, die Fremdplatzierungen in den Schulheimen, 3 Fremdplatzierungen haben wir nicht rückerstattet bekommen. Das hat unsere Gemeinde müssen tragen. Und das sind sage und schreibe 20 Steuerprozent gewesen. 20 Steuerprozent. Und wir sind 2% im Ruhe. Und wenn man weiss, wie die soziale Industrie funktioniert, weiss man auch, dass das nicht eine Sache ist von 1 oder 2 Jahren. Also, es ist enorm. Und das, der finanzielle Aspekt, wo dann die Leute haben gesehen, also die Reporter und die Journalisten haben dann gesagt, ja, aber das zahlt ja der Kanton. Da musste immer müssen sagen, ein gewisser Teil zahlt der Kanton. Und wer ist der Kanton? Sind wir als Steuerzahler. Genau. Gut, danke vielmals, Sonja. Du hast mir 2 Stichworte gegeben. Eins ist CISP. Man hört immer sehr Negatives über CISP. Wie siehst du das Verhältnis, oder wie ist bei uns das Verhältnis in Hagenbuch? Wir haben jetzt eben so einen Fall gehabt. Wie ist das Verhältnis zu der CISP? Eher gespannt, kann man sagen. Also ist das keine Ausnahme eigentlich? Nein, ist das keine Ausnahme. Aber bei uns ist ja... Ich bin mittlerweile noch in der paritätischen Kommission von der CISP Winterthur und Andelfingen. Uns ist ja zusammen mit Andelfingen. Und der ganz tragische Fall, also, wo dann zu flach passiert ist, die CISP hat uns ja dann eine Aufsichtsbeschwerde beschert beim Bezirksrat. Und ich habe wirklich alles gesammelt, alle Zeitungsausschnitte, wo die Frau selber, die Eritreische, am Presse ist, wo sie alles von sich preisgegeben hat. Die CISP hat natürlich probiert, das mir aufzuhalsen, ist aber nicht durchgekommen. Aber die CISP hat die Aufsichtsbeschwerde am 22. Dezember gemacht, ohne uns zu informieren. Zuerst hat sie es der Presse gegeben,
Und dann hatte ich 100'000 Anrufe. Eine halbe Stunde später haben wir es dann auch bekommen per Mail. Also ich habe nichts gewusst. Sie haben ihre Kraft gebraucht, um sich das auszudenken. Sie hatten keinen Notfalldienst über die Festtage. Und am 22. am Nachmittag hat die Frau Fischer noch ein Interview gegeben im Fernsehen. Nachher hat sie das Büro zugemacht bis Anfang Jänner. Und was mit in der Zwischenzeit passiert ist, ist ganz, ganz tragisch. Also das ist für mich etwas Unfeigeres, gibt es nicht. Das hat mir fast das Herz gebrochen. Ich dachte, jetzt hätte ich nichts anderes zu tun, als gegen uns schiessen, aber die Frau im Stich lassen. Die Mutter mit diesen zwei Kindern. Richtig, richtig. Ihre Kernaufgabe hat sie nicht wahrgenommen. Jawohl. Sie hat dann einfach versucht, sich zu schützen. Ja. Oder Kisper zu schützen. Es sind natürlich schon zwei unterschiedliche Sachen, aber sie hat ihre Energie müssen brauchen für einen Notfalldienst. In den Gemeinden funktioniert das so, dass immer jemand telefonisch erreichbar ist. Unsere Telefonnummern sind öffentlich. Bei uns gehen nie alle Gemeinderäte gleichzeitig in die Ferien. Es ist immer eine Ansprechperson da. Bei den Profis nicht. Dann kommen sie vielleicht zu der Polizei oder ins Spital, aber dann hängt die Frau das Telefon ab, wenn sie denkt. Ich kann nachfragen, dich, aber apropos Profis, das haben wir doch einmal erlebt, wo die Luftwaffe vom Morgen um 8 Uhr bis zum Abend um 5 Uhr geschafft hat. Wo fremde Flüger über die Schweiz sind. Jawohl. Ganz ähnlich. Du hast vorhin die Identität angesprochen, wo nicht bei dir ein Problem ist, von diesen einzelnen Flüchtlingen, Asylantbewerbern, herauszufinden. Ich weiss, es wäre ja relativ einfach. Man muss nur einmal das Handy anschauen können, dann weiss man, wo die Herren telefonieren. Wieso geht das nicht? Das geht um den Persönlichkeitsschutz, wo wir jetzt der Bund das Grünlicht gegeben hat, dass man das für eine Versuchsphase darf machen. Und ich hoffe, und für das wird ich kämpfen zu Bern, dass das beibehalten wird. Weil das ist natürlich der grösste Freipass, zu sagen, nein, darfst du mir gar nicht reinschauen. Bei uns, zum Beispiel im Strassenverkehr, wenn jemand einen Unfall hat, da wird das Handy aber gerade beschlagen. In anderen Ländern. Solche, die im Staat nicht zur Last fallen, die werden Australien. Ich kenne einen persönlichen Fall. Ich hatte einen Freund, ist lange in Australien geblieben, da haben sie es herausgefunden. Zuerst haben sie ihr Handy gecheckt und gesehen, was sie für WhatsApp-Nachrichten abgesetzt hat. Dann haben sie gesagt, du bist illegal hier, Freund. Du hast 24 Stunden zum Schluss. Eben, ich habe das auch gelesen. Ich wäre auch dafür, dass man in Zukunft könnte auf den Persönlichkeitsschutz verzichten und die Handys kontrollieren. Genau. Wie du richtig sagst, wenn jemand einen Unfall gemacht hat, dann wird zuerst einmal geschaut, ist das zum Unfallzeitpunkt, ist dort telefoniert oder gesmsselt worden oder was auch immer. Das geht dann, aber etwas anderes geht nicht. Ja. Danke vielmals. Interessant war's. So, ich bringe es Martina wieder das Wort, dass du dein zweites Referat halten oder vor einer Woche, oder wann war es? Vor 10 Tagen, der Herr Köppel da war, haben wir es noch viel länger gehabt. Ja, das ist ja auch wie ein Hoffi. Ich würde einfach gerade wieder den Faden aufnehmen von der Therese. Sie hat etwas gesagt wegen Datenschutz. Ich finde die Entwicklung extrem gefährlich, dass man angefangen hat, alles hinter dem Datenschutz zu verstecken. Also, wir, die beides eben Gemeindepolitik betreiben, oder? Wir stehen unter dem Amtsgeheimnis. Wir dürfen nie Auskunft geben bei Einzelfällen, aber die Einzelfälle können dann quasi immer an die Medien, oder? Und sagen, was wir für böse und weiss ich was sind. Oder? Und wir dürfen dann nichts sagen, weil es eben Amtsgeheimnis und Datenschutz ist. Oder? Das ist natürlich clever gemacht von denen, die immer den Datenschutz aufrechterhalten, weil so bekommen Leute wie Therese und ich einen Maulkorb quasi verpasst. Und ich bin auch dankbar, eben, dass wir zwei wirklich eben uns den Maulkorb nicht aufsetzen lassen. Und ich habe auch schon Anzeige bekommen. Also es ist wirklich schlimm, eben, wie Therese gesagt hat. Ich habe auch schon einen bekommen. Ist dann zum guten Glück eine nicht anhand Verfügung gekommen. Ich hatte jetzt auch wieder einen Fall, wo es zu den Medien gerannt sind.
Und dann habe ich gesagt, ich gebe sehr gerne Auskunft, wenn wir die Familien unterschreiben, dass sie mich vom Amtsgeheimnis und vom Datenschutz befreien. Und wenn ja die Familie nichts zu verstecken hat und alle ihre Aussagen, die sie gegenüber den Medien machen, zustimmend, dann kann die Familie dann das ja auch unterschreiben. Oder? Ja, man muss halt heute schon so arbeiten, leider. Ja, und das andere ist der Fall, den jetzt Therese geschildert hat. Das ist leider kein Einzelfall. Ich muss das bestätigen. Eben, ich habe ja in Aarburg noch ein paar mehr Eritreer, die bei uns wohnen. Bei uns sind sage und schreibe etwa 12% verbeiständet. Also dort tun nicht mehr darüber beschliessen, sondern das macht Cash. Und das sind keine alten Leute, oder, die vielleicht nicht mehr können, selber Rechnungen zahlen oder so, sondern das sind junge Leute mit Kindern. Darum sind die verbeiständet, weil man dort das Kindeswohl gefährdet sieht. Und ich hatte auch einen Fall gehabt, da ist die eritreische Frau mit ihren 4 Kindern in ein Mutter-Kind-Haus gegangen. Das hat nachher 25'000 Franken gekostet pro Monat. Und nachher ist die Kostengutsprache von dem Mutter-Kind-Haus mit, ja, für die nächsten 6 Monate möchten sie jetzt die Kostengutsprache von uns. Ja, 6 mal 25'000 Franken. Und sie können natürlich, sobald man so etwas unterschreibt, dann können sie natürlich sich ausrechnen, 6 Monate später kommt die nächste Kostengutsprache, weitere 6 Monate und so weiter und so fort, oder? Haben wir noch den Vorteil gehabt, dass zu dem Zeitpunkt, wo die Frau in das Mutter-Kind-Haus ist, die Dame nicht verbeiständet war mit dem Kind. Das heisst, wir haben noch darüber entscheiden. Und ich habe mich dann einfach geweigert, das zu unterschreiben. Weil die Dame kann sehr gut mit ihrem Kind in einer ganz normalen Wohnung leben. Und komischerweise, als ich mich geweigert habe, das zu unterschreiben, voilà, hat die Dame plötzlich mit ihrem Kind wieder in eine normale Wohnung wohnen. Aber das ist nur gegangen, weil eben die nicht verbeiständet war. Mittlerweile ist sie verbeiständet. Jetzt müssen wir einfach das Holz anlangen, dass nichts mehr passiert, weil so ein Mal kann ich mich nicht mehr weigern, weil das ist dann nicht mehr in meiner Kompetenz. Genau. Aber kommen wir noch zum eigentlichen Thema, das ich noch gerne möchte anschneiden möchte. Ich habe es gesagt, Gleichstellung, Gleichbehandlung, aber eben doch nicht. Oder? Wir haben gesagt, voran anerkannte Flüchtlinge oder vorläufige Aufnahme fallen unter die Genfer Flüchtlingskonvention und sind den Einheimischen gleichgestellt. Jetzt leiten wir das halt so aus in unserem Gesetz mit der Sozialhilfe. Das ist das letzte Auffangnetz, oder? Dass man dann sagt, ja eben, natürlich in der Anzahl Höhe von der Sozialhilfe muss man die Leute gleichstellen. Die kommen gleich viel über wie der 55-Jährige, der ausgesteuert wird. Oder? Das heisst, das gibt je nach Anzahl Familiengröße gibt das, also bei einer vierköpfigen Familie beispielsweise, ist man da gut 75'000 Franken pro Jahr steuerfrei. Also das ist die Sozialhilfe. Dass man auch mal sieht, was das Niveau ist von einer Sozialhilfe. Wenn ich dann einmal lese, eben, man kann sich dann nichts mehr zu essen kaufen können und so. Also das ist Polemik. Das ist wirklich Polemik. Gut. Jetzt haben wir aber noch im Sozial- und Präventionsgesetz haben wir noch andere Sachen. Wir haben zum Beispiel Verwandtenunterstützung. Ja, wenn jemand in die Sozialhilfe geht und zum Beispiel reiche Eltern hat, dann müssen die Eltern für das Kind aufkommen. Ja, meine Damen und Herren, also bei Flüchtlingen tun wir Verwandtenunterstützung gar nicht überprüfen, weil dann würden wir uns veradministrieren, oder? Also dort haben wir eine Ungleichbehandlung. Und zwar eine Ungleichbehandlung von unseren eigenen Leuten. Nachher haben wir die Rückerstattungspflicht im Kanton Aargau. Also das Sozialgesetz ist grundsätzlich ein kantonales Gesetz. Und
ich finde es zwar total lasch im Kanton Aargau, aber es ist doch noch eins von ihr, das ist strenger, wenn man es mit anderen Kantonen vergleicht. Und selbst eben finde ich eigentlich lasch. Dort haben wir Rückerstattungspflicht. Und zwar nicht nur, wenn jemand zum Beispiel im Lotto gewonnen hat oder auch einmal eine Erbschaft macht, oder? Sondern auch, wenn man zum Beispiel auch dann wieder einen Job findet und arbeitet. Und dann kann das abstottern, sage ich mal. Gut. Aber auch dort eine Erbschaft. Ja. Ich glaube, jemand, der aus der Asylscheine in die Sozialhilfe gekommen ist, macht kaum eine Erbschaft, dass er seine Sozialhilfe jemals zurückzahlen muss. Auch da tun wir unsere eigenen Leute benachteiligen. Ja, wenn man die Kantonsregierung fragt, und das ist Zürich nicht anders, können wir das unterscheiden? Können wir jemandem weniger geben? Dann sagt er nein. Wir haben internationales Recht, wir haben die Bundesverfassung, die sagt, gleichgestellt. Aber wenn es um Pflichten geht, dann zählt die Gleichbehandlung plötzlich nicht. Oder? Es ist sehr tragisch und es macht auch nachdenklich, wie wir mit unseren eigenen Leuten umgehen. Vor allem, wenn man auch sieht, dass auch immer mehr 55-Jährige ausgesteuert wird. Im Kanton Aargau beispielsweise sind in den letzten 12 Jahren doppelt so viele über 55-Jährige, die von Sozialhilfe leben. Im gleichen Zeitraum haben sich die afrikanischen Sozialhilfeempfänger versiebenfacht. Jeder fünfte Sozialhilfeempfänger im Kanton Aargau ist Afrikaner. Das sieht wahrscheinlich in Zürich nicht anders aus. Und die haben Anspruch auf die ganze Sozialhilfe. Und wenn es aber auf die Pflichten geht, dann gilt das nur für unsere eigene Bevölkerung. So weit sind wir schon. Gut, danke. Wir sind jetzt, im Moment sind wir ein bisschen soziallastig, das Ganze, und von den Kosten, von der Sozialkosten reden wir. Du hast aber vorhin etwas anderes angesprochen, internationales Recht, und jetzt haben wir den aktuellen Fall, dass wir über ein Rahmenabkommen abstimmen. Darf ich kurz deine Meinung zum Rahmenabkommen haben? Ja. Also wenn das Rahmenabkommen tatsächlich würde kommen, das wäre fatal. Das wäre wirklich fatal. Weil dann die Unionsbürger würden eingeführt werden. Das heisst eben, wir haben dann eigentlich unsere Bürger, eben wenn man dann von uns redet, dann ist es nicht die Leute, die in der Schweiz leben, sondern dann wäre es die Leute, die im EU-Raum leben, dann haben die eigentlich vom ersten Tag an Anspruch auf alles. Oder? Heute ist es zwar schon sehr ausgeprägt, also heute muss man zumindest einen Arbeitsvertrag auf den Tisch legen, dass man eine Aufenthaltsbewilligung bekommt und dass man dann in die Schweiz reisen kann, aus einem EU-Land. Die Aufenthaltsbewilligung hat eine Gültigkeit von 5 Jahren. Was in diesen 5 Jahren passiert, tut das Amt für Migration nicht interessieren. Ich habe Fälle in Aargau, da sind die in der Probezeit wieder rausgeflogen. Es hat selber gekündigt, wie auch immer. Und haben dann eben einen Anspruch auf Arbeitslosengeld gehabt und sind dann zu mir gekommen. Und wir mussten Sozialhilfe zahlen. Und auch das ist heute schon möglich. Aber wenn dann die Unionsbürgerschaft kommt, dann muss man eigentlich nicht einmal mehr einen Arbeitsvertrag auf den Tisch legen. Dann haben wir dann wirklich den roten Teppich an ganz Europa ausgerollt. Danke. Herzlichen Dank. Wir kommen nachher, wenn Therese ihr das Referat fertig hat, zu den Fragen. Gut. Danke vielmals. Gut. Ich will gerade noch einhängen zu der Unionsbürgerschaft. Das bedeutet dann unter anderem auch, dass auf der Ebene der Kommunen, der Gemeinden,
und von den Kantonen können die Personen, die vom EU-Raum zu uns kommen, auch gewählt werden. Als Gemeindepräsidentin oder als Stadtpräsidentin. Also da könnte zum Beispiel dann Corinne Mauch in Zürich ersetzt werden durch irgendjemanden von der EU. Mir nichts, dir nichts. Einfach das zu der Auswirkung. Dann möchte ich hier anknüpfen. Vielleicht habt ihr auf meinen Pflasterli gesehen, was eines meiner Hauptwahlkampfthemen ist. Nein zur 10-Millionen-Schweiz. Das ist mir ein Gräuel. Wir sind auf dem besten Weg dazu. Wir haben in den letzten 12 Jahren in der Schweiz 1 Million mehr Einwohner. 1 Million mehr Einwohner, die alles braucht von uns. Die brauchen alles. Die ganze Infrastruktur, die Schulen, Strassen, Bahn, einzahlt und bauen heisst wir und unsere vorherigen Generationen. Und ich sage immer, es wären alle ein Stück vom Kuchen, aber niemand will den backen. Die 1 Million Zuwanderer bedeutet, ich habe ein paar Zahlen, Wohnfläche von 54'000 Fußballfeldern. Wir müssen 435'000 Wohnungen mehr bauen. Auch wenn die Wohnungen verdichtet gebaut werden, bedeutet das, die Kinder müssen alle noch immer in die Schule. Es hat 650 Kindergärten mehr gebraucht und 800 Schulhäuser. Wir haben 6'950 Lehrerinnen und Lehrer mehr müssen haben. Wir haben 25 Spitäler mit 4'600 Betten neu müssen haben. Die müssen natürlich betrieben werden von Pflegepersonal und von Ärzten. Wir haben gebraucht in den letzten 12 Jahren für die 1 Million mehr Leute 54 Milliarden Liter Wasser haben wir müssen aufbereiten und das Abwasser wieder müssen klären. Und es regnet ja nicht mehr. Wegen dem. Wir haben einfach das Wasser zur Verfügung, das man oben runterkommt. Wir haben ja keinen Meeranstoss, um es aufzubereiten. Also, das braucht einen Wahnsinn, das ist ein wahnsinniger Hosenlupf, das braucht eine enorme Anstrengung. Und die Leute, die kommen natürlich mehrheitlich nicht in den Arbeitsmarkt. Das wird ja immer propagiert. Es wird immer propagiert von denen, die die Zuwanderung befürworten. Wir brauchen die Zuwanderer, wir brauchen die Fachkräfte, um unsere AHV zu finanzieren. Aber was passiert denn einmal, wenn die alle auch AHV beziehen? Das ist wie ein Schneeballsystem. Dann brauchen wir wieder mehr Zuwanderer. Und das geht einfach irgendwann nicht auf. Nicht mehr auf. Und wir haben im 2018 im Kanton Zürich, ich habe gerade die Statistikzahlen bekommen, 100 Schulklassen mehr gehabt. 100 neue Schulklassen in einem Jahr. Und jetzt noch der grosse Clou. Knapp 47% von diesen Schulkindern sind nicht mehr deutschsprachig als Muttersprache. Das ist die Belastung, die wir auch sehen müssen, die wir müssen tragen müssen. Es ist beängstigend. Und es gibt auch, das ist der Durchschnitt. Es hat die Schulklasse. Ich habe mit einer Kollegin von der Tochter geredet, die ist im Kanton Schaffhausen, hat die Schule gegeben. Kein einziges Kind mehr Schweizerdeutsch. Keins mehr. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie die Qualität der Schulabgänger wird sein. Und das sind nicht die, die ambitioniert sind und viel machen wollen, sondern die haben eben bildungsferne Eltern, die Eltern denen gar nicht helfen können. Das ist tragisch.
Und dann wandern die, wie gesagt, ein Drittel kommt in den Arbeitsmarkt. Zwei Drittel ist Familiennachzug, die arbeiten gar nicht. Und die müssen wir finanzieren. Die kommen dann irgendwann in die Sozialhilfe, früher oder später. Genau, mit, jetzt noch mit Arbeitsverträgen, die entweder als Gefälschte ausgestellt worden sind, oder sie künden gerade, sie fallen während der Probezeit noch raus. Und das haben wir übrigens auch in der Bundesverfassung im 1999 angenommen, dass alle Bewohner von der Schweiz gleichgestellt sind. Da müssen wir nicht einmal auf die Genfer Flüchtlingskonvention. Also was hier von uns zukommt, ist ganz tragisch. Und ich werde in Bern kämpfen gegen das. Die Economie Suisse, die sagt ja auch noch, wir müssen unbedingt den Rahmenvertrag unterschreiben. Aber wer ist die Economie Suisse? Die das bestimmt haben, das ist der Ausschuss von der Economie Suisse. Das sind mehrheitlich, 70% sind das ausländische Manager, die ihr Geld, ihr gutes Geld hier verdienen. Sie haben keine Ahnung, wie unsere direkte Demokratie funktioniert. Sie haben keine Ahnung von unserem Föderalismus und von unserem Milizsystem. Und sie schwätzen uns vor, sie probieren uns vorzuschwätzen, dass wir angewiesen sind auf den Rahmenvertrag. Und die Grossfirmen, denen ist das eigentlich auch gleich, was mit diesen U55 passiert. Die künden denen, die sind dann ausgesteuert, wie es Martina gesagt hat. Und sie holen dann 2 bis 3 junge, günstige rein. Aber in der Economie Suisse hat sie auch einen Vorstand. Und in diesem Vorstand sind mehrheitlich KMU von Schweizer Unternehmen. Und diesen KMUler ist das nicht gleich, was mit diesen U55 passiert. Die heisst, er hat sich jetzt eine Gruppe formiert, die sich wehrt gegen den Ausschuss. Und das finde ich super und auch das würde ich unterstützen, dass die mehr Kraft bekommen und mehr Gehör. Ja, es ist wirklich extrem tragisch. Jetzt habe ich noch wegen diesen U55. Jetzt ist ja da etwas im Gang, dass man die berenten sollte. Das finde ich erstens persönlich, menschlich, etwas ganz, wie soll ich sagen, ganz schlimm, weil so, so minderwertig werden die angestellt. Und dann kommt noch der Aspekt dazu, von der Pensionskasse, oder? Das sind Leute, die vielleicht 40 Jahre im Arbeitsmarkt sind, die Steuern gezahlt haben, die ihre Familien, Kinder erzogen haben, ihre Familien durchgebracht haben, nie jemandem zur Last gefallen sind. Und jetzt, wenn die so eine Rente überkommen, wo ich total dagegen bin, dann können die ja praktisch nichts mehr einzahlen in die Pensionskasse. Das ist der andere Aspekt, der vielmals vergessen wird. Das wird denen genommen, also denen wird dann, wenn sie AHV überkommen, auch die Pensionskasse extrem drückt, also die kommen sehr wenig über denen. Es wird ihnen die Chance genommen, für sich selber im Alter weiter zu sparen. Und nur für das, dass wir noch mehr junge Ausländer reinholen können, die denen ihren Job machen. Dann, wenn die nicht durchkommen mit dem Geld, dann müssen sie Ergänzungsleistungen beantragen. Das fällt uns auch wieder den Soziallasten zur Last. Das ist ein Rattenschwanz, den wir einfach nicht dürfen außer Acht lassen. Bei dem Ganzen. Gut, jetzt. Danke vielmals. Bitte. Jetzt kommt die Frage. Ich glaube, in Bezug auf das Modell, dass man die U55 die Möglichkeit geben können, ins Rentenalter überzutreten. Wo eben traurig ist eigentlich, man, ist dann, man tut die diskriminieren. Ja. Also man tut vom Arbeitsmarkt praktisch ausschliessen. Ja. Gibt es Zahlen, wo man könnte sagen, wenn wir jetzt 10 Millionen Gesellschaft sind in der Schweiz, wie lange das AHV noch Möglichkeit hat, überhaupt die Rentner zu zahlen? Kannst du uns da ausführen? Das weiss ich nicht, ob hier so weit voraus Zahlen bestehen. Ich glaube es nicht, weil die wären so negativ hier. Die halten sie lieber unter dem Deckel. Ja. Aber wie soll das finanziert werden?
frage ich mich auch. Also es gibt ja wenn die arbeitstätig sind, immer schrumpfen, also die Arbeitstätigen werden immer weniger und sollten die finanzieren, die immer mehr werden, eben Pensionisten oder Frühpensionisten, Asylanten, anerkannte Flüchtlinge und so weiter. Wer soll das schlussendlich zahlen? Die Idee kann man schon haben, nur wer zahlt es? Über die Finanzierung ist eigentlich gar nicht geredet worden. Das ist nur mal in den Raum gestellt worden. Man könnte ja die schon ab 55 berenten. Ja, gut. Ich war einmal an einem Vortrag, da hat die Chefökonomin von der Swiss Life gesagt, bis ins Jahr 2030 haben wir weder AHV noch Rente, weil jetzt kommen wir noch Babyboomer-Jahre. Und dann sind die Rentner, die dann 65 sind, wenn man das Rentenalter wie 65 ist, die stehen dann praktisch mit nichts da. Und nur von der Ergänzungsleistung können sie nicht leben. Das ist einfach ein kleiner Zwischenbemerkung. Danke vielmals, sehr interessant. So, jetzt möchte ich Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen an die Damen zu stellen. Vielleicht brennt Ihnen irgendein Thema ganz fest unter den Nägeln. Bitte schön, wenn Sie dürfen. Ja, bitte schön. Fontana, ich wollte Sie fragen, Frau Bircher, wenn jetzt ein Italiener in die Schweiz kommt oder gekommen ist, dann hat er zuerst die Bewilligung bekommen. Und so viel ich mich noch mal erinnere, hat er dann nicht straffällig werden und nichts müssen die Steuern zahlen, dass er die C-Bewilligung bekommen hat. Was ist denn jetzt mit diesen Flüchtlingen? Schauen wir dort dann auch. Und wenn jetzt die straffällig geworden sind, was passiert dann? Nein, das ist ein Gesetz, also das hat bis und mit 2014 gegolten, wo einfach ein Automatismus war, dass ein Flüchtling, der ja dann auch das B hat, wenn er als Flüchtling anerkannt wird, sobald er 5 Jahre in der Schweiz ist, automatisch das C überkommt. Obwohl er eben zum Beispiel 5 Jahre lang von Sozialhilfe gelebt hat. Also wir haben jetzt mittlerweile, glaube ich, von diesen 200 sind sicher etwa 100, die 10-Niederlassungsbewilligung haben. Und eben, die leben ja immer noch von Sozialen und haben die 10-Niederlassungsbewilligung bekommen trotzdem. Trotzdem. Ja. Aber das, also im 15. hat man es jetzt abgeschafft, sie haben es dann in Bern irgendwann auch mal gemerkt. Lieber spart das nicht. Max, du hast mir noch Fragen. Ja, ich habe übrigens in Gemeinden eigentlich noch so autonom, dass die Höhe von diesen Entgelt oder von diesen könnt festsetzen oder steht das alles schon unter das Kurs, Richtlinie? Ja, also wir, das ist ein Katalog, der hat 169 Seiten. Den können Sie sonst einmal unter skos.ch, ist der abrufbar, wenn Sie es mir nicht glauben. Und dort ist eigentlich alles geregelt. Es ist alles vorgegeben. Das Einzige, was man noch etwas machen kann, ist beim Thema Mietzinsrichtlinie. Weil die Mietzinsrichtlinien sind quasi ortsüblich und logischerweise in der Stadt Zürich, wo ja die Mieten höher sind als auf dem Land, oder, sind sie dann auch höher. Aber auch dort, also wenn jetzt jemand klagt, dass man zu tiefe Mietzinsrichtlinie hat, jetzt auch mal im Kanton Aargau ist das so, dann muss man als Gemeinde nachweisen, dass es in dieser Gemeinde oder zumindest in dem Umfeld, also so in dieser Region, sicher 2 Wohnungen zu dem Mietpreis hat und sonst wird man dann aufgefordert, die Mietzinsrichtlinie entsprechend zu erhöhen. Aber sonst, eben das andere ist ja dann eigentlich der Grundbedarf, also ich sage dann Taschengeld, oder? Das ist vorgeschrieben, was jemand überkommt und eben je mehr Familienmitglieder das jemand hat, desto höher ist der Betrag auch. Nach einer Krankenkasse ist sowieso gezahlt, wenn man zum Arzt muss, Selbstbehalt ist gezahlt, Franchisen ist gezahlt, Zähne sind gezahlt, also alles, was mit Gesundheit zu tun hat, ist eh gezahlt. Nachher gibt es sogenannte situationsbedingte Leistungen, also Haftpflichtversicherung, Hausratversicherung ist gezahlt. Also nein, man hat nicht mehr so viel Spielraum, wenn es um die Höhe von der Sozialhilfe geht. Das ist eigentlich mehr oder weniger alles vorgestellt von der SKOS. Und die Kantone haben ja die SKOS-Richtlinien übernommen. Sehhilfe sind gezahlt. Ja, ja. Alles. Und die SKOS-Richtlinien sind so, dass sie, es ist nicht in jedem Kanton gleich, aber im Kanton Zürich hat es der Regierungsrat als verbindlich erklärt.
Also wir müssen uns daran halten, ich weiss nicht. Im Aargau auch, ja. Es gibt noch Kantone, die dann nicht unterworfen sind. Dort haben sie einfach ein Existenzminimum. Also wenn ich euch richtig verstanden, hätte man schneller aufgezählt, was nicht gezahlt ist von der Anzahlung, wie das, was alles in der Kursrichtlinie hineinsteht. Richtig, gut. Ja. Weitere Fragen, bitte schön. Ich habe eine Frage an alle Gemeindepolitiker betreffend Aufenthaltsbewilligungen. Das Migrationsamt vom Kanton ist ja zuständig für die verheerenden C-Bewilligungen, die man die Leute ja nicht mehr rausbringt. Ja. Was wird da gemacht, um die Behörden zu motivieren, die C-Bewilligungen nicht einfach zu verschleudern, auf gut Deutsch? Kann man, oder macht man da ein bisschen Druck auf die Migrationsämter? Tut man ihnen das ein bisschen aufzeigen, was für Probleme das man hat? Man hat ja nicht nur Eritrea, wo man eben bis im 14. scheinbar gebunden war, das habe ich wirklich nicht gewusst. Man hat ja auch noch allerhand andere Leute, wo, ja, viele Ausländer sind anständig und zahlen auch Steuern, aber man hat einfach viele, die Niederlassung bekommen und dann, ja, und das weiss man eigentlich. Also bei uns ist es so, dass wir sehr wenig Einfluss haben als Gemeinde. Ich sage immer, wenn etwas vorgefallen ist, bei irgendeinem Fall, ohne dass die höhere Stufe beantragt haben, sage ich immer, melde es im Migrationsamt. Darf ich schnell unterbrechen? Es ist relativ schwierig, weil auf Gemeindesebene hat man die Entscheidungsgewalt praktisch nicht. Das wird auf Kanton entschieden, das kommt dann alle Migrationsamt. Aber eben, man kann ja auch und der Einfluss von, ja, es ist eben schwierig, weil man hat ja die Niederlassungsfreiheit, wenn man einen Ausweis C hat oder wenn man einen beantragt und nachher rüberkommt. Oder? Dann hat die Gemeinde keinen Einfluss, ja, dann ist es vorbei. Ja, ja, eben, darum muss man vorher. Da müssen wir auf kantonaler Ebene nicht ungemein machen, so weit es eben geht. Und noch andere Familien nachzogen. Also es gibt ja einfach das völkerrechtliche Minimum, das man muss einhalten muss. Tut man da auch schauen, von der Gemeinde her Druck machen auf Migrationsämter, dass eben der Familiennachzug nicht allzu exzessiv gehandhabt wird. Dass da irgendwie ein Onkel und weiss ich was für die, die gar nicht verwandt sind, noch in die Schweiz hinein kommen können. Das ist ja die Frage, die ich ganz. Das ist ja auch etwas ganz Verheerendes, das ganze Sippen können. Das ist so. Also beim Familiennachzug ist es eigentlich schon so, dass es wirklich also die Eltern sind oder die Kinder und nicht noch irgendwie Onkel oder Tante. Ich habe aber eben auch Fälle, und das kommt dann halt immer später aus, oder, wo einer gesagt hat, ja, er hat noch eine Tochter. Das ist jetzt ein Beispiel, ich habe noch mehrere Ideen. Und nachher hat man das grundsätzlich geglaubt, dann hat die Tochter können einreisen. Und eben, der war anerkannt, ja, anerkannter Flüchtling, hat vor Sozialhilfe gelebt, hat dann die Tochter können zu sich nehmen. Und kaum war sie da, hat sie gesagt, ja, sie will nicht bei ihm leben. Und nachher hat man dann die Tochter, die ja noch minderjährig war, hat man dann müssen, zu Pflegeeltern unterbringen. Dann hat es mit den ersten Pflegeeltern nicht funktioniert, dann hat man es zu den zweiten Pflegeeltern gebracht, hat auch wieder nicht funktioniert. Nachher ist es dann in ein Kinder- und Jugendheim gegangen und so. Und irgendein ist ja dann auch der Druck grösser geworden, weil normalerweise werden ja die Kinder eigentlich immer bei den Eltern sein und dann ist halt immer gefragt, ja, aber wieso willst du denn zum Vater, wieso? Und irgendein hat sie dann gesagt, es ist eben gar nicht mein Vater, oder? Sondern wo er in Eritrea untergeflüchtet ist, hat er mit seiner Mutter das gesagt, also es war das Versprechen gewesen, dass wenn er da ist, dass er nachher sagt, das sei die Tochter, oder? Und das wird geglaubt, also man hat nur, wenn irgendwelche Verdachte rum sind oder so, macht man dann einen DNA-Test, aber da muss es Verdacht sein. Bei Verdacht eben kann man es machen, aber das ist eigentlich eher selten. Ja, und das Fazit ist, wir haben dann eigentlich Anzeige gemacht und ja, aber passiert ist nichts, weil beide sind da, beide haben jetzt danach, also sie hat eigentlich den Flüchtlingsstatus wieder verloren, weil sie ja gar nicht dürfen in der Schweiz sein, ist dann aber momentan ist auf Bundesgericht oder so, weil die ziehen ja dann eh alles weiter, oder, bis vor Bundesgericht.
Ist alles bezahlt. Ist alles bezahlt. Ja. Wo wir aber wirklich per Zufall herausgefunden haben, bis innerhalb dann von dieser Familienkonstellation Probleme gegeben hat und dann hat sich dann das irgendwann herausgestellt. Aber ich gehe mal davon aus, dass es ganz, ganz viele solche Fälle wird haben. Gut, ich habe, darf ich noch etwas sagen? Ja, ich habe übrigens in der letzten Session im Nationalrat eine Interpellation gemacht und gefragt, wie viel Kosten als die Familiennachzüge eigentlich generieren. Und in der nächsten Session sollte ich eine Antwort bekommen. Ich glaube es nicht, die sind am Rechnen. Die werden länger rechnen. Ich glaube, wer hat noch eine Frage? Ja, bitte. Sie haben jetzt gehört, das mit dieser automatischen C-Bewilligung ist glaube bis 14. Dann fragen, wie es jetzt abläuft. Also wenn Sie als anerkannter Flüchtling, dann haben Sie eine B-Bewilligung. Genau. Und was können die dann irgendwie einmal auf eine C oder würden die einen Antrag stellen? Oder wie funktioniert das jetzt, seit es das geändert, dass kein Automatismus mehr ist? Genau, also jetzt wird eigentlich wie bei den anderen Ausländern wird dann abgeklärt, eben sind es nicht Sozialfälle und eben sind Steuern gezahlt und so Sachen. Oder? Dann wird das überprüft und wenn das der Fall ist, dann bekommen Sie auch eine C-Niederlassungsbewilligung. Ja, bitte schön. Dann bleiben Sie einfach auf dem B. Aber also der einzige Unterschied ist eigentlich in dem Sinn, mit dem B darf man einfach den Wohnsitz nur innerhalb des Kantons wählen und beim C kann man auch in einen anderen Kanton. Oder? Grundsätzlich ist eigentlich wir haben ja eigentlich auch ein Ausländergesetz, das heisst, dass man Aufenthalts- und sogar C-Niederlassungsbewilligungen aufgrund von Sozialhilfe kann entziehen kann. Eigentlich, oder? Und dann hat das Bundesgericht einmal so gesagt, bei einer B-Bewilligung ist es ab 50'000 Franken, also wenn jemand 50'000 Franken Sozialhilfe bezogen hat, kann man es überprüfen. Und bei einer C-Niederlassungsbewilligung ist es etwa so 80'000. Also die Schwelle ist ein bisschen höher. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Und ich habe dann im Kantonsrat im Aargau habe ich den Vorstoß gemacht und habe das wissen, wie oft das der Fall ist. Und im Kanton Aargau ist das so, das sind so 2-3 Aufenthaltsbewilligungen, die aufgrund von Sozialhilfe entzogen werden. C-Niederlassungsbewilligungen wird gar nie entzogen, das kann man eh vergessen. Das ist rein theoretisch möglich, aber in der Praxis funktioniert das nicht. Oder? Also im 2016 waren es genau 2 Personen, die die Aufenthaltsbewilligung entzogen bekommen haben vom Amt für Migration im Kanton Aargau. Ich habe dann die Aufstellung mal in Aarburg gemacht und wollte alle Ausländer haben mit dem, was sie bis jetzt bezogen haben. Oder? Ja, und die sind ja alle noch da. Und wir haben dann die Listen am Amt für Migration gegeben. Das sind sage und schreibe 38 Fälle gewesen, also etwa 75 Personen. Weil ein Fall ist ja mit mehreren, also Familie ist ein Fall, mehrere Personen. Da haben wir, sind wir, glaube ich, der Spitzenreiter war etwa so bei 570'000 Franken gewesen. Nachher ist es etwa so 450'000, 300'000, 350'000, 250'000. Also wir haben es einmal zusammengerechnet, wir sind glaube ich auf 8 Millionen gekommen, die nur in der Gemeinde Aarburg bezogen haben, an Sozialhilfegelder. Alle leben noch da. Wir haben die alle am Amt für Migration gemeldet. Wir haben bei allen gesagt, sie sollen sie überprüfen. Ich war sogar noch selber zu Aarau unten, habe mit dem Regierungsrat, Hoffmann, SP-Mann, das durchgegangen. Bei diesen 38 Fällen hat er gesagt, schauen Sie, Frau Bircher, bei einem Fall können wir eine Verwarnung aussprechen. Bei den anderen 37 Fällen, die sind
durch irgendwelche eben Flüchtlingskonventionen, Personenfreiheit, oder bei der Personenfreizügigkeit greift unser Ausländergesetz nicht. Bei den Flüchtlingen greift unser Ausländergesetz nicht. Also unser Ausländergesetz, das wir einmal angenommen haben, wo wir gesagt haben, wenn jemand nur immer Sozialhilfe bezieht, muss er wieder heim. Das hat lediglich noch Einfluss auf Drittstaaten. Und Drittstaaten, das sind nicht so viele, oder? Drittstaaten, die meisten kommen aus der Personenfreizügigkeit oder über die Asylschiene. Und die Drittstaatenangehörigen, die wir haben, das sind dann vielleicht irgendwelche Inder oder so, oder? Die dann irgendwie als IT-Spezialist oder irgendwo bei den Novartis arbeiten. Und das sind dann nicht die, die bei uns irgendwie 400'000 Franken Sozialhilfe bezogen haben, oder? Darum sind von diesen 38 Fällen 37 gerade mal durch Personenfreizügigkeit, Flüchtlingskonvention oder dann hat sie irgendwie mal einen Schweizer Kurator oder irgendwie so und dann hat man Recht auf Familien und bla bla bla, oder? Das ist noch genau ein einziger Fall gewesen, und den hat man dann verwahrt. Gut, danke vielmals. Bitte schön, Sie haben glaube ich auch eine Frage gehabt. Frage und Bemerkung. Und ja, bitte schön. Aber freut uns auf Bemerkungen oder Kritik. Wir sind fähig. Vielen Dank. Frau Garibovic, heute Abend höre ich Sozialhilfe. Ich glaube, dass unsere Partei, ich bin selber von SVP, also von Stadt Zürich, aber wieso fragt man sie sich nicht, warum unsere Partei nicht mal Krankenkasse unter Armen nicht nimmt? IV. Ich habe jetzt von einem Cash XY, ich darf nicht sagen welche, wenn das steht unter Schweigepflicht, 7 kurdische Kinder aus Syrien. Kurden aus Syrien sind Know-how, in Anführungszeichen bei uns hier in der Schweiz, mit Missbräuchen quadrat. Ein Fall, 3 Tochter vor kurzem, alle 3 haben sie sich durch Schulsozialarbeiter eingeliefert lassen in ein Frauenhaus, übrigens in Aargau, 25'000 pro Monat. Die eine von denen ist Prostitutiongeschäft, Waffen, Drogen, wie auch immer. Ich habe angerufen, XY, und habe gesagt, sie, diese Frau schläft, gut, sie ist minderjährig quasi, nicht dort. Ruf mich nächsten Morgen Chefin vom Frauenhaus, XY, und sagt sie, Frau Gribovic, sie ist strafbar, sie ist hoch quasi suizidal. Dann sagt sie, soll sie sie heute umbringen, auf meine Kosten. Sie dürfen das auch aufnehmen, wenn Sie das nicht sehen. Schauen Sie, 3x25'000, dann habe ich Cash-Sitzung gesagt, gucken Sie, ich werde hier ansteigen, nur wenn alle 3 Tochter rausgehen und keine mehr Abzockerei von Gemeinde XY. Tatsächlich, diese Cash hat das akzeptiert, wie auch immer. 11 Kinder sind quasi, schauen Sie, ich muss Ihnen sagen, alle, wenn man so schaut, keine. 4 von denen hat mir gesagt, Frau Gribovic, wissen Sie nicht meine Eltern. Kein Sau, die Dame, Sozialarbeiterin mit Birkenstockschuhen, sagt sie, Frau Gribovic, ist meine Arbeit, eigentlich müssen Sie sich nicht reinmischen. Nicht. Alle haben Ärzte für dieses und jenes. Tut mir leid für diese Krankenkasse. Jetzt meine Frage lautet an Sie als Politikerin, wäre das nicht möglich, dass man Krankenkassen, die wären sicher froh. Apropos, 5 von diesen Kindern sind eine 7 Jahre, die anderen 9, 12 und 14, alle sind angemeldet bei IV. Bei IV. Ruft mit die Frau Simpson von einem Schulhaus, sagt sie, Frau Garibovic, wieso sind Sie dagegen eigentlich? Die 3 müssen in Spezialschule in Aarau. Wir haben das schon bewilligt, haben gesagt, nein, das geht nicht. Wir haben hier Gesetze in der Schweiz, die gehören alle in öffentliche Schulhaus. Ein riesiger Gerangel, darf ich Ihnen sagen, bis zum Geld nicht mehr. Und das wäre nicht schlecht. Hat geheißen, die sind voll IV, zahlt IV. Nö, die sind geblieben, alle 3 in kleinen politischen Gemeinden.
Wie läuft das weiter? Doch, ich werde mich einsetzen, das geht nicht überhaupt. Wir müssen, also von meiner Seite, es wäre nicht mal schlecht, IV soll man und Krankenkasse, die zahlen Haufen Geld und niemand hilft die Leute. Gut. Bitte. Frage ist, was passiert in Bezug auf Krankenkassenprämie? Oder wie kann man das Gesundheitswesen so renovieren, verändern, dass unsere Krankenkassenprämie nicht jedes Jahr zwischen 3% und 8% aufgehen? Ja. Ist das etwa der Sinn von der Frage? Nicht nur das, sondern wie sollten eigentlich mindestens SVP Krankenkasse gewinnen und sagen, schauen Sie, Kinder werden therapiert und Spital. Von dieser Familie, alle drei Tochter im Spital Aram. Ja, über eineinhalb Monate. Ja. Eben, das muss Krankenkasse bezahlen. Wäre das nicht möglich, dass man Krankenkasse sensibilisiert auf diese Ebene? Das ist die Werbung, das sind die Krankenpunkte. Also ich kann ganz etwas Böses sagen. Also meine Krankenkasse interessiert das überhaupt nicht. Wenn die am Ende des Jahres Minus machen, dann gehen sie nächstes Jahr einfach wieder mit der Prämie um, oder? Also, es ist so. Also, die Frage, genau diese Frage habe ich den Nathalie Rickli gestellt, als sie bei uns an der Wahlveranstaltung war im Limmental. Wir haben die noch nicht gewusst, dass sie das Gesundheitswesen übernimmt, als Regierungsrätin. Dann hat sie gesagt, wenn sie Gesundheitsvorsteherin werde, dann wird sie selbstverständlich schauen, dass man dort gewisse Regeln schiebt oder dass man dort genauer her schaut. Aber da ist zum Teil von der Pharmaindustrie eine solche Lobby, die im Bundeshaus agitieren. Da hat es Lobbyisten rum, auch in private Spitäler und. Und das ist ein Rattenschwanz. Und da hinten, dort wissen wir, das ist eine Art Industriezweig. Beim Sozialwesen haben wir einen ähnlichen Industriezweig hinten dran. Da leben unheimlich viele Leute leben vom Sozialwesen. Darum ist das dermassen teuer. Und darum kostet ein Sondersetting 25'000 Franken. Ich habe aus eigener Erfahrung, Entschuldigung, wenn ich euch jetzt hier in die Parade reinfahre, aus eigener Erfahrung weiss ich, dass ein Hilfebedürftiger, der hat begleitet zu wohnen gehabt. Dem guten Herr, der war 20 damals und hat gar nicht genau gewusst, was er unterschreibt, dem haben sie ein Zimmer untergejubelt für 3'000 Franken im Monat. In Zürich. Ich sage jetzt nicht, welche Institution das war. Der hat gesagt, 100 Franken, ja, er muss nur da unterschreiben, hat er unterschrieben. Er hat gar nicht gewusst, was er unterschreibt, wie er die 3'000 Franken zahlen müsste. Nachher hat es geheißen, ja, du musst halt aufs Sozialamt. Die haben einfach ihr Zimmer vermieten. Und er hat einmal in der Woche hat er ein Gespräch gehabt mit einem, nicht einmal einem Psychologen, mit einem Begleiter. Ein absoluter Wahnsinn. Das ist eine ganze Industrie. Und das kann die SVP allein nicht machen. Da braucht es Allianzen. Und solange natürlich noch von der FDP her, und auch von der CVP und vor allem von der linken Seite dermassen Interesse vorhanden ist, dass man diesen Bereich am Leben erhalten, passiert gar nichts. Erst dann, und das ist ja, ich muss jetzt aus meiner Warte noch kurz reden, wenn ich Steuererklärungen mache, dann sehe ich, dass ein Familienvater, der vielleicht 5'000 Franken verdient, 800 oder 1'000 Franken Prämie muss zahlen für die Krankenkasse. Klar hat er eine Prämieverbilligung, aber es ist doch einfach ein Wahnsinn, wie teuer das unser Gesundheitswesen kommt. Und da kommt noch ein anderer Fall dazu. Wenn ich in Notfall gehe, in das Limmental-Spital, dann sehe ich dort Leute mit Migrationshintergrund, aber nur der ich. Ja. Weil die haben dann aber ein Baby und ein Pfnüserli. Wir tun das daheim oder in der Apotheke schnell behandeln lassen. Meistens daheim und sagen, komm, Zauberspeuz und ein Pflasterli drauf und dann kannst du wieder gehen. So ist das. Und da hat Nathalie Rickli selber gesagt, das ist praktisch ein Kampf gegen Windmühlen. Aber sie werden schauen, dass dort auch in der kantonalen Konferenzen, dass wir das einmal besprechen. Entschuldigung, wenn ich euch da. Dann kommt noch ein anderer Aspekt dazu. Auch ich wundere mich immer die Arztzeugnisse, die wir überkommen von den Sozialfällen. Was hier läuft, das
glaube, kein Mensch, kein Arzt sagt, nein, ich würde dem kein Zeugnis ausstellen. Mhm. Weil wenn dann wirklich etwas hat oder etwas vortäuscht, dann ist der Arzt der Blöde. Mhm. Und dem Arzt kann es ja eigentlich gleich sein, ob er jetzt ein Krankheitsfall, im Gegenteil, ist ja auch noch froh darum. Einfach vielleicht noch als Ergänzung wegen der Krankenkassenprämie. Oder, du hast jetzt auch gesagt, oder, die ist so hoch, oder? Aber schlimmer ist ja, krank mit der Krankenkassenprämie haben wir unser Gesundheitswesen gar nicht finanziert, oder? Eigentlich, wenn wir unser Gesundheitswesen, wie wir es heute haben, möchten finanzieren, müssten wir dreimal mehr Krankenkassenprämie zahlen. Dann wäre es eine Kostenwahrheit, oder? Weil, wenn Sie ins Spital gehen, 55% von dem zahlt der Kanton. Also das sind Steuern, oder? Spitex, Pflege, alles. Das wird alles über Steuern finanziert, oder? Also darum, wenn wir sagen, wir zahlen viel Krankenkassenprämie, dann muss ich Ihnen sagen, nein, eigentlich nicht. Für das, was wir heute haben, müsste es dreimal so hoch sein. Und dann hätten wir Kostenwahrheit. Und dann müssten wir nochmal Diskussion führen, wenn wir jetzt mit dem Obligatorium, wo jeder ab dem ersten Tag, wo er in der Schweiz ist, diesen Zugang hat. Weil das ist das Obligatorium. Auch da sind alle gleichgestellt. Jeder hat auf das Gesundheitswesen Anspruch, wo eigentlich das Dreifache kostet, was sie im Monat würden zahlen. Gut. Danke vielmals. Ich möchte jetzt hier eigentlich abschliessen. Ich hätte zwar gleich noch an die beiden Damen je eine Frage. Und zwar, Therese ist Nationalrätin. Wir hoffen natürlich, dass du wieder gewählt wirst. Was sind deine wichtigsten Anliegen, wenn du die nächste Legislatur darfst bestreiten als Nationalrätin? Also mein grosser Pluspunkt ist natürlich, dass ich genau die Aspekte der Gemeinden, und ich Antrifft, die Probleme, die kann ich zu Bern einbringen. Und auch in der Kommission kann ich sagen, dass ich diesen Aspekt noch in Betracht ziehe. Ich habe schon Erfolg gehabt, das letzte Mal, kann ich sagen. Und das ist einfach, ich bin in der SGK, in der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit. Und da kann ich wirklich mit gutem Gewissen sagen, der gesunde Menschenverstand und meine praktischen, jahrelangen Erfahrungen von der Gemeinde kann ich zu Bern optimal einbringen. Und meine Themen sind Ausländer, das Ausländerproblem, Asylproblem und Gesundheit, also Kosten vor allem auch von der Gesundheit. Aber das ist ein riesiger Knacknuss, habe ich auch feststellen. Gut, danke vielmals. Martina? Was willst du verändern? Was willst du bewirken? Ja, ich habe eigentlich so drei Themen. Also ich sage, Stopp zur Einwanderung in unsere Sozialwerke. Das muss endlich aufhören. Ich sage aber auch Stopp zu dieser Sozialindustrie, die wir gehört haben. Oder? 25'000 Franken pro Monat, Mutter-Kind-Haus. Oder? Wo ich nach wie klar gesagt habe, nein, unterschreibe ich nicht. Also, ich tue nicht nur reden, sondern ich handle auch. Und ich sage eben auch Stopp zu dieser Gesundheitsindustrie. Und auch dort, ich habe in Aarburg die Spitex-Kosten halbiert. Und die Leute sind zufriedener jetzt als voran. Also ich bin wirklich die im Kanton Aargau, die einen Leistungsausweis hat, die auch eine Praktikerin ist wie Therese, also allen Zürcher Therese wählen, allen Aargauer meinen Namen draufschreiben. Weil, nein, Theoretiker haben wir dort oben wirklich genug. Wir brauchen Leute, die aus der Praxis kommen, die in den Gemeinden sind, die das täglich sehen, was falsch läuft, was man muss ändern muss. Und nicht, die irgendwo in der Theorie etwas gelesen haben und gesagt haben, ja, man muss dann noch irgendein Gesetz ändern. Und dann haben wir das Gesetz wieder und merken, in der Praxis taugt es überhaupt nicht. Danke vielmals. Ich werde euch einladen, nachher, wenn ihr noch Fragen habt an die beiden Damen, die nachher beim Abbruch stellen. Ich werde jetzt eigentlich hier schliessen. Danke vielmals. Es war sehr interessant, sehr aufschlussreich, ich muss sagen. Da völlig neue Aspekte für mich. Ich werde enden mit einem Zitat. Wenn Sie in der Politik etwas gesagt haben wollen, wenden Sie sich an einen Mann. Wenn Sie etwas getan haben wollen,
wenden Sie sich an eine Frau. Das hat niemand dringend gesagt, als Maggie Thatcher. Die Eiszange. So, diesen beiden Damen einen grossen Applaus. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Ich will noch schnell Roger Bachmann kurz das Wort geben. Dass er noch vielleicht etwas möchte sagen. Vielleicht gibt es jemanden, der kennt ihn jemanden nicht. Ich. Also, dann holt er sich doch schon. Ja, schön, dass ich mal jetzt gleich noch etwas sagen darf. Er darf man nicht selber sagen. Ja, ich muss natürlich zu einem Thema. Also wenn Martina Bircher auf Theoretikerinnen und Theoretiker anspricht, das ist auch eine Erfahrung, die ich mache, dass wir nicht zuletzt in der Verwaltung natürlich Tendenzen haben, wo wir immer mehr von formalistischen Schienen gehen, wo wir extreme Verakademisierung auch haben von der Verwaltung. Und das führt letztlich eben dazu, dass wir uns mit irgendwelchen hypothetischen Gespenstern halt im Umlandschland viel weniger mal irgendwie auch wirklich konkrete Lösungen anpacken. Ich habe selber mir in der Stadtverwaltung im Moment Diskussion und Besetzung von der eigentlich wichtigsten Kaderstelle bei uns in der Verwaltung, nämlich vom Stadtschreiber. Und ich kann euch nicht sagen, was wir da für hitzige Diskussionen auf der politischen Ebene geführt haben, ob es das muss ein Jurist sein oder nicht. Ich habe mich durchgesetzt, ich habe gesagt, ich komme nur, wenn es nicht anders geht, ein Jurist in die Hütte. Genau aus dem Grund, weil die Juristen sehen primär eben nur Probleme und nicht wirklich die Lösungen. Und das ist genau auch so ein Thema. Das andere Thema, das hast du, Therese, angesprochen, die 10 Millionen Schweiz, ist mir auch ein absoluter Graus. Diätikerinnen und Diätiker oder Klimataler überhaupt, die wissen, wie das Thema Limmatalbahn heiß umstritten war. Ihr habt, wo wir jetzt hier gefahren sind, überall die Baustellen gesehen, die jetzt am Entstehen sind. Ich habe mich zwar Asche über mein Haupt, auch intensiv an vorderster Front für die Limmatalbahn eingesetzt, aber nicht, weil ich einfach irgendwie ein Eisenbahnfetischist wäre, sondern weil es meine Aufgabe als Stadtpräsident, als Mitglied von dieser Regierung ist, letztlich Lösungen anzubieten für die Probleme, die wir hier in den Gemeinden, in der Stadt tagtäglich damit konfrontiert sind. Wir haben einen enormen Siedlungsdruck, der im Moment hier in der Region am Laufen ist. Es ist ein enormes Wachstum, das den Leuten Angst macht, wo die Leute auch immer wieder zu mir kommen. Was bauen da auf Teufel komm raus? Und ich muss sagen, es ist nicht meine Absicht als Stadtpräsident, dass die Stadt Dietik in nächster Zeit auf 30'000 Einwohner anwächst. Auf Teufel komm raus. Das ist eine Realität, das wird sie. Aber nicht, weil wir das hier als Dietiken so wollen, sondern weil letztlich der Kanton Zürich Richtplanvorgaben macht, wo er sagt, wo muss entwickelt werden, wo muss Wachstum stattfinden. Wachstum muss in der Agglomeration stattfinden. Ist ja per se auch eine richtige Strategie. Wir wollen ja nicht im Wieland aussen unsere letzten freien Flächen verbauen, sondern es soll dort verdichtet werden, wo heute halt der Beton schon ist. Aber ich sage dann den Leuten auch, was ist denn die Ursache von dieser ganzen Entwicklung? Eben, es ist nicht, weil der Stadtrat Dietiken das so will, sondern weil letztlich eben die Zuwanderung seit Jahren unbremst ist in die Schweiz. Und die Einwanderungs- und Asylpolitik, die wird eben nicht in Dietiken, nicht in Zürich, sondern die wird in Bern letztlich gemacht. Und insofern sind wir dort halt auch bei einem Problem, wenn es dann einmal um politische Entscheide auf nationaler Ebene geht, wo Stimmvolk am Schluss eben auch immer noch in letzter Instanz, Ueli Maurer sagt immer, Stimmvolk ist der Chef, und das ist auch so. Das Stimmvolk, das ist eine Realität, dass halt nur noch ein Drittel rund von diesen Leuten wirklich auch an die Turnen geht. Und insofern kann ich euch alle zusammen eigentlich nur dazu motivieren, schaut, dass die von diesen zwei Drittel, die eben nicht mehr an die Turnen gehen, dass ihr die könnt motivieren könnt, weil ich bin überzeugt, dass der ganzen Haufen Leute hat, die mit diesen Entwicklungen, wie sie im Moment in unserem Land stattfindet, überhaupt nicht einverstanden sind. Und darum ist es enorm wichtig, dass wir diese Leute wieder motivieren können, dass gerade auch im Oktober letztlich wählen und am besten eben im Kanton Zürich die Liste 1 und die Morgen wahrscheinlich auch, oder? Die Liste 1 in die Turnen reinrühren und Kandidatinnen und Kandidaten von der SVP wählen, dass wir diesen Entwicklungen eben in Bern, aber auch in den Kantonen und in den Gemeinden und in den Städten können Gegensteuer geben. Danke vielmals. Bitte. Könnt ihr das Wort unterschreiben? Frage nachher. Ich möchte der Andi Leupi, wenn du dir noch schnell die Gelegenheit geben. Ja. Guten Abend auch von meiner Seite. Wie gesagt, ich bin Gemeinderat jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr in Oberengstring, also bin eigentlich ein Ennentwässler. Und habe dort das Ressort Sicherheit. Das heisst, Sicherheit und das Verkehrsthema sind mir ein relativ grosses Anliegen.
Aber wie es vorher angesprochen ist, möchte ich noch schnell auf das fremde Gebiet ausgehen, und zwar Krankenkasse. Wir haben ja vorhin schon über das geredet und dann hat es geheißen, die SVP soll doch dort etwas machen. Es ist nicht so, dass wir nichts machen dort. Wir haben jetzt eine Initiative, die innerhalb der nächsten zwei Wochen eigentlich bewilligt werden vom Kanton, und dann können wir anfangen, Unterschriften zu sammeln. Wir haben einen anderen Ansatz, als das jetzt CVP und SP haben. Die wollen ja einfach, dass man hingeht und irgendwie ein Kostendach macht, für Krankenkassenprämie, der Staat zahlt den Rest. Wir wollen eigentlich mehr Bürger entlasten. Das heisst, unsere Forderung wird sein, dass man maximum 7200 von der Prämie kann abziehen von den Steuern. Heute ist das etwa bei 4000 irgendwas. Das heisst, man könnte etwa doppelt so viel von der Krankenkassenprämie abziehen von den Steuern. Das haben wir früher einmal gehabt, es ist einfach nie angepasst worden an die aktuellen Gegebenheiten, weil die Prämien immer explodiert sind. Das sollte schlussendlich dazu führen, dass eine Mittelstandsfamilie mit zwei Kindern 1000 bis 1500 Franken weniger muss Steuern zahlen hätte. Und das ist unser Ansatz. Und ich denke, es macht auch mehr Sinn, wenn ich jetzt dann im Wahlkampf für die Initiative will kämpfen, als von meinem Listenplatz 35, um auf Bern raufzukommen. Unterstützen die Initiative und wenn ihr wollt, unterstützen dann mich im Wahlkampf. Danke! Stichwort, die Letzten werden die Ersten sein. Schön wär's, aber ja. Gut, Jenny, ganz kurz, weil ich will um 9 Uhr fertig machen. Bin ich froh. Also ich bin Jennifer Fischer, ich bin von Dietikon, ich bin 24 jetzt, bin frisch gewählte Co-Präsidentin von der SVP Bezirk Dietikon. Ich habe dieses Jahr schon kandidiert für den Kantonsrat für den Bezirk und kandidiere jetzt auf die junge SVP-Liste für den Nationalrat. Mein Anliegen ist wirklich auch, dass man sich wieder in der Schweiz ein bisschen mehr heimischer fühlt, weil ich bin mir immer mehr fremdbestimmt. Ein kleiner Eindruck, ich bin ziemlich aufgewachsen. Ich war die einzige Eidgenossin in der Klasse. Und es ist schon ein paar Jahre her, als ich in der Schule bin. Und ich finde das einfach nicht mehr ein gesundes Mass. Es wird weiter wachsen, auch Dörfer werden betroffen sein. Und wir müssen uns einfach einsetzen, dass die Schweiz bleibt oder wieder ein bisschen mehr Schweiz wird sogar. Und ja, darum ist es wichtig, dass wir wirklich kompetente Leute auf Bern schicken im Oktober, dass wir Leute aktivieren, motivieren, um wirklich abstimmen zu gehen, an Turnen gehen und dass wir uns einsetzen wirklich für unsere Schweiz und auch für die Zukunft, dass wir die verteidigen. Danke. Ich bin unheimlich stolz auf meine Co-Präsidentin. Sandra, junge SVP, Bauer. Jawohl, mein Name ist Sandro Sträsli, wie ihr auch schon gehört habt. Ich bin auch von Dietikon, ich bin hier aufgewachsen, seit gut zwei Jahren wieder zurück. Ich habe zwischendurch mal an anderen Orten im Kanton Zürich wohnen. Ich bin von Beruf Berufsmilitär, was auch etwas damit zu tun hat, dass ich mich ein bisschen bewegen da in der Gegend. Und ich darf auch jetzt bei der jungen SVP auf der Liste für den Nationalrat kandidieren. Bin sonst auch da als Dietiker bei der SVP in der Ortssektion im Vorstand. Für die, die noch etwas mehr hören wollen, weil wir nicht mehr fertig sind, wenn am Montag wiederum da die Parteiversammlung von der SVP-Dietiker, da dürfen wir uns noch ein bisschen ausführlicher vorstellen. Aber klar, meine Schwergewicht natürlich auch Sicherheitspolitik, selbstverständlich als Berufsmilitär. Nicht nur für die Armee, auch für die Polizei, die mehr zurückgebunden und bekämpft wird, als das die Unterstützung von der Öffentlichkeit und zum Teil leider auch von der Politik bekommt. Den Mittelstand entlasten, das sind Kosten aus dem Sozialwerk, Gesundheitswesen, wir haben es heute Abend schon ausführlich gehört. Und natürlich Zuwanderung, wo schlussendlich der Ursprung von vielen von diesen Kosten ist. Und ich möchte so ähnlich schliessen wie Jenny. Das ist unser Motto, Zukunft verteidigen. Und darum SVP und junge SVP wählen. Danke. 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 Was schon ein Insider hat. Weil es bleibt da drin, weil es ist der nächste Kampfjet. Das liegt momentan, ich weiss es nicht. Es ist, du kannst es euch schon sagen. Nein, ich weiss es wirklich nicht. Wir sind mehrere Typen am Testen. Und ich bin überzeugt, dass wir da
Experten haben, die wichtig ist, dass es eine gibt. Wichtig ist, dass es eine gibt, weil wenn es keine gibt, haben wir keine mehr. Danke vielmals. So. Zum Schluss und will eigentlich das Votum von Roger Bachmann oder eines der Voten übernehmen. Tönt bitte Werbung machen zum Wählen. Tönt eure Kameraden, Freunde, Familie dazu motivieren. Weil der Roger hat von einem Drittel geredet. Ich rede von einem Viertel und drei Viertel gehen nicht wählen. Ja. Da sehen Sie auch, was wir für Teilnahme haben. Zwischen 20 und 25, wenn es mal höher kommt, 28%. Das ist eigentlich eine Schande für eine direkte Demokratie. Geht, tönt euer Umfeld motivieren. Ob sie jetzt. Sie sollen wählen. Sie sollen mitbestimmen. Und nicht sagen, ja, die machen zu Bern oben sowieso, was sie wollen. Gerade in den Wahlen, die wir haben, am 20. Oktober, können wir Bern zum grossen Teil mitbestimmen. Und diese Chance wollen wir jetzt dieses Jahr wahrnehmen. Danke vielmals fürs Zuhören, für eure Geduld, für die interessanten Fragen. Und jetzt lade ich euch gerne ein, dahinter noch weiter zu diskutieren und vielleicht dazu sogar ein Glas Wein zu trinken. Danke! Ja.